Dieses Jahr ist Weihnachten an einem Freitag. Hoffentlich nicht an einem 13. Ich habe letztens meine Praktikum beim Weihnachtsmann gemacht. Alter, richtig krass. Ja, es war schon krass, saß. Und ich war bei Angelo Merte. Ja, ja, ist okay, ist okay. Aber dieses Jahr kann der Weihnachtsmann nicht kommen. Wie, der kann nicht? Ja, keine Ahnung, haben die mir erzählt. Oh, scheiße. Da wird mein kleiner Bruder aber echt traurig sein. Ja, alle Dreckskinder werden traurig sein. Dann ist ja gut, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Hast du mir irgendwie zugehört, du so ein Dreckstepp? Ich habe Praktikum bei dem gemacht, es gibt ihn. Bist du irgendwie ein bisschen dumm? Hast du dir irgendwie am Kopf gestoßen oder was? Ich dachte, du machst das als Witz? Nee, es war kein Witz, aber ich hab einen Witz. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Der ist Nordpole. Ha. Hier, guck dir die Fotos an. Ich durfte am Ende vom Praktikum Selfies mit dem machen. Mhm. Halt. Oh, das war's anderes. Okay. Wie hast du die Fotos gemacht? Mit dem Handy. Einfach so. Nein, ich meine echt. Das war echt so. Hier, den habe ich bekommen. Mit diesem Stab kann ich es schneiden lassen. Okay, das ist glaubwürdiger. Jetzt glaube ich dir. Aber ich kann nicht noch einen Weihnachten ruinieren. Was machst du? Ich gucke Rick and Morty. Wollen wir zusammen was machen? Nein. Warum? Ich gucke Rick and Morty. Ja und? Kannst du wieder gehen? Warum? Weil ich das Rick and Morty gucke, du dummer diese ab. I'm just ringing the bells for Jim. Oh mein Gott, Mann! Bist du tot? Glücklicherweise bin ich nur hier, um dich zu holen. Ich bringe dich zum Nordpol und dann wirst du der neue Weihnachtsmann. Was? Ich soll mit dir zum Nordpol gehen? Ist das jetzt ein Witz? Nee, ernst gemeint, ich habe auch noch einen Witz. Treffen sich zwei Rosinen. Die eine hat einen Sturzhelm auf, fragt die eine. Warum hast du einen Sturzhelm auf? Sagt die andere. Na, ich gehe in den Stollen. Aber Spaß saß beiseite. Du musst morgen nur in den Zug einsteigen. Okay, nee, danke. Ich fahre dich einfach mit dir zum Nordpol. Ja, ja, guter Witz, lol. Bis morgen früh. Das war kein Witz. Und? Kommst du? Ich hab doch gestern Nein gesagt. Ich dachte, das war ein Witz. Wie hast du den Zug hier hinbekommen? Mann, das ist der Polenexpress. Polarexpress meine ich. Ach so. Denk an die ganzen Kinder. Denk an das Bild, das du auf Instagram posten könntest. Denk an deinen Bruder, den du lebendig begraben hast. Ja, okay. Dann komm ich mit. Einfach die Treppe hoch in den ersten Tür links. Okay. Schönen guten Tag. Es gibt dich wirklich. Ja, natürlich. Aber irgendwie siehst du anders aus. Ja, das ist alles nur Photoshop. Sonst würden ja die Kostüme günstiger sein und wir würden weniger Geld einnehmen. Und jeder würde dann so rumlaufen. Außerdem ist das Budget fürs Video zu klein. Also, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, kann ich dieses Jahr nicht kommen. Und deswegen bist du ja hier. Was? Nein, ich bin mit dem kaputten Aufzug hier. Oh, ach so, da musst du an der Tür weiter. Nein, das war Spaß, saß. Ich bin hier, um Weihnachten zu retten. Naja, als retten würde ich dich nicht bezeichnen. Warum? Egal, findest du schon früh genug raus. Okay. Wir suchen jetzt schon über 2 Stunden in diesem dummen Wald und finden einfach keine guten Weihnachtsbaum. Können wir nicht einfach eine Tanne ohne Weihnachtskugel nehmen? Wie scheiß dumm seid ihr eigentlich? Das ist genau das, was ihr holen sollt. Eine ganz normale Tanne. Okay, dann sind wir gleich wieder da. Es ist echt schwer, gute Sklaven zu finden. Vor allem Putzteil, wo es alles unerlaubt ist. Was? Sklaven? Die ganzen Elfen, die hier arbeiten, sind Sklaven? Ja, natürlich, warum sollte ich sonst hier arbeiten? Und du bist halt irgendwie ein Finanzproblem. Wir machen keinen Gewinn und keiner weiß warum. Natürlich macht ihr keinen Gewinn. Ihr verschenkt Zeug an Kinder. Ja und? Ihr verschenkt das. Ach du Scheiße, das ist mir noch nie aufgefallen. Und ich arbeite schon einige Zeit hier. Ich muss einfach kurz einen CFO anrufen. Moment. Ja, das ist eine gute Idee. Aber was machen wir jetzt? Ich telefoniere gerade. Tut mir leid. Wir verschenken das ganze Zeug. Deswegen machen wir keinen Gewinn. Okay. Sehr gut. Dankeschön. Tschüss. Also, was willst du? Hab ich doch schon gesagt. Ja, stimmt. Also, ich fühle dich einmal rum. Also, das hier sind unsere Rentiere. Das ist ein Kartoffeln angeklebt in die Keller stiften. Echt? Ja. Oh. Das war wahrscheinlich wieder der Grinch. Was? Den gibt's auch? Nee, Spaß. Ich glaube, ich bin einfach nur verrückt, brauche eine Brille. Aber den Grinch gibt's wirklich. Guck mal, da hinten ist er. Lol. Ist er richtig krass. Okay. Ah, guck mal, da kommt ja schon, wie ist er nochmal? Ah, vergessen. Egal. Er zeigt dir auf jeden Fall, wie man einen Schlitten lenkt. Okay, tschüss. Also, der Schlitten fliegt von alleine. Und halt auch die meisten Geschenke selber aus. Du musst dich nur in den Schlitten setzen, damit er fliegen kann. Verstanden? Ja. Sicher? Das ist nicht so einfach. Ja, ja, ich hab's verstanden. Okay, sehr gut. Wenn du beim Haus mit Kamin bist, musst du aber selber durch den Kamin durchklettern. Okay, was? Soll ich schon den Kamin klettern? Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja, natürlich. Ich kletter nicht jeden Tag durch meinen Kamin.
Okay, sehr gut. Dann sehen wir uns am Montag. Scheiße. Hey Santa, kannst du mir zeigen, wo du dich kennengelernt hast? Du hast das noch nie gemacht? Nee. Okay. Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Warum? Ja. Ich muss schlafen gehen. Nacht. Warum seid ihr denn nicht einfach? Es sind nämlich in die andere Richtung. Ich werde dafür wissen, in welche Richtung mein scheiß Zimmer ist. Jetzt stell keine Fragen. Merkwürdig. Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Wie, du hast keinen Namen? Ich bin nur ein Sklave und wir Sklave dürfen keinen Namen haben. Und eigentlich darf ich auch gar nicht mit dir reden. Also lauf weg, bevor es zu spät ist. Was ist das hier für ein kranker Ort? Guck dir das Video an, bitte. Sonst kann ich nie aufhören, das zu machen. Hier reicht doch, das schwindelig. I'm going to love you when the voice